Willkommen zurück bei Father and Son Play for Fun. Jetzt der zweite Teil am Sonntag. Und natürlich, er will nicht. Würde ich gern meinen Hund streicheln. Oh, jetzt, nee, er hat keinen Bock heute. Er hat auch Sonntag vielleicht. Sag mal. Ja, der hat manchmal so einen eigenen Kopf auch, ne? Das wird nichts. Es muss aber was werden. Letztes Mal war das Lager weg, jetzt hat der Hund keine Lust. Es ist wie verhext hier. Ja, es geht nicht. So, jetzt meine Güte. Endlich. Und da seht ihr es wieder. Ungeschnitten. Ja. Wir fahren erstmal was weg. Und müssen Geld verdienen. Huh? Self-sufficient, answering to no one. We are making something of ourselves. Now this might even put a smile on so, your face. Ich habe mir auch mal wieder einen Kaffee dabei genommen. I found some buyers locally. Not the highest price, but easy money. And I'll take easy over hard. Ah, sehr gut. Und dann werden wir jetzt erstmal Geld verdienen. Ist auch irgendwie cooles Wetter hier, ne? Auf der Map, schön nebelig. So, eigentlich sollen wir ja jede Menge fahren hier mit dem Wagen. Da könnte man natürlich jetzt die große Tour fahren. Also sich mal zur Abwechslung an den Navigationsvorschlag halten. Habe ich noch nicht so Bock drauf. Das ist die Frage, was machen wir jetzt? Wenn wir hier schön den Kinokameramodus starten, da könnte man schon fast ein Entspannungsvideo von machen, oder? So ein Entspannungspodcast. Wie man hier einfach mit einer Kutsche fährt. Also ich kürze das hier ab, ne? Ich halte mich nicht dran. Ja, ich lasse das mal wirken, ne? Mit dem Entspannungspodcast. Ja, und dann kann ich hier auch noch mal ganz offiziell sagen. Über 100 Abonnenten. Oh, ja, da war ich schon abgelenkt. Über 100 Abonnenten. Vielen Dank. Habt ihr das gesehen? Da war ein Punkt. Und da kommen die Pfeifen. Ich habe keine Waffen dabei. Also keine will ich nicht sagen, aber da, seht ihr den Punkt? Da war was. Da. Was ist da? Ich meine, der Wagen geht doch nicht verloren, oder? Also jetzt will ich es aber wissen hier. Krieg jetzt noch eine Schatzkarte hier für Low oder was? Ah, komm. Das ist ja super. Ich zeige euch mal, wo das ist. Das ist hier. Das kennen wir ja schon. Aber dass das auch passiert, während ich hier eigentlich Wagen fahren muss. Oh, erstmal eine Knarre ranholen hier. Nicht denn hier hochgelaufen. Und jetzt zurück zum Wagen. Das wird natürlich auch eine gute Nummer. Hier war das, ne?
Ja, aber so eine Schatzkarte kann ich mir noch nie entgehen lassen. Hab ich ja Glück, dass hier keiner... Oh, das wird nix. Den Wagen klaut. Schulze aus dem Weg. Ja, dann hat die Tour jetzt ja gefühlt doppelt gelohnt, oder? Da kommen die nächsten Pfeifen. Jetzt haben wir ja auch eine richtige Knarre dabei. Wenn wir hier schon die ganze Ballerei haben, dann ersparen wir uns das ja da hinten an der Station. Und die Schatzkarte. Spitze. So mag ich das. Händler, das lohnt ja jetzt diese Woche oder diesen Monat besonders. Oh, da liegt noch eine Karte. Also da seht ihr es. 4000 XP, 1000 Dollar. Besser geht's nicht. Ist da etwa wieder der Mitternachtskoyote oder was das ist? So, ist das nämlich auch erledigt. Also, Naturkundler. Sind wir durch, ne? Tiere wecken, Wildnislager, legendäre Tiere mit Hilfe von Pheromonen gefunden. Schwarzbrenner. Ja gut. Ah, noch eine Tour fahren und 2 Minuten lang mit der Band gespielt. Hier noch Fossilien finden. Händler. Ja, das wird ja nichts. Wie viel müssen wir überhaupt noch erledigen? 2. Ja, gucken wir doch erstmal, ob der Schwarzbrenner auch noch was zu tun hat. Falsch, ob wir da was zu tun haben. Ist das nicht gemütlich, so am Feuer? Haben wir in der ersten Folge da noch eine Charge angeschmissen? Dann können wir wieder hier den Ginseng sammeln. Something I need you to do. We have a batch ready to go. Ja, das ist ja noch besser. Allons-y. Und für 206 Dollar? Ah, I was wondering when you were going to get here. Da kann man das mal eben machen. Batch, of course. They are all good batches, but this one is superior, eh? I have found a buyer who will appreciate it. And most important, they will pay for it too. Now, all you have to do is to be attentif, eh? Seigneur, ayez pitié. Ja, ich werde mir Mühe geben. Wo geht's hin? Oh,
Und wieder Kinokamera an. Das wird hier für uns nicht sein, da ziehen wir durch. Sache hier. Und da könnte man so zum Schluss noch eine Runde mit der Band spielen. Oder wir sammeln Fossilien. Ne? Ich habe nämlich auf Band spielen oder tanzen da. Klar, einfacher geht's nicht. Aber Bock macht das ja auch nicht. Gut, das ist jetzt hier auch nicht viel besser, ne? Schönen Daumen auf X und fahren lassen hier. Ich wollte gerade, ich habe Sorge, dass es heute mal zur Sache geht hier. Ich hab's geahnt. Das ist mir dann ein bisschen zu viel Action hier, ne? Also ich möchte hier wenigstens durch den Fluss. Und wenn die uns dann folgen. Dann können wir sie immer noch umlegen. Da kommen sie. Oh, wenn ich hier was verschütte, das kostet richtig Kohle. Jetzt tauchen sie auf. Das Theater braucht ja auch kein Mensch. Wirklich so hier auf Tanzen da und so und ja, mit der Band spielen. Das ist klar, einfach gemacht, aber Spaß geht anders, ne? So. Ja, nichts kaputt gegangen, Glück gehabt. Was haben wir hier? Das können wir auch mal im Sammeln. Und jetzt gucken wir mal, wir hatten ja in der letzten Folge den Ladefehler bezüglich der Vogeleier. Hat sie aber erledigt, ne? Ist weg. Das heißt, wir könnten jetzt mal eine Karte für Fossilien aufmachen. Thank you.
dann nachher bei der Madame auch noch welche nachkaufen. Ja, das ist ganz gut. Oh, das ist auch nicht schlecht. Können wir zurück zum Lager, ne? Dann haben wir das nämlich auch erledigt. Da müssen wir gar nicht hier hin. Und dann müssten wir es erledigt haben. Was gibt's sonst noch? Andere Spieler fotografiert. Frisur geändert. Nee, nee, kommen Sie das mal. Da sehe ich das eins noch. Also, wir brauchen noch zwei Fossilien. Denn eine haben wir ja schon gefunden. Oder ein Fossil haben wir ja schon gefunden. Ach, dann geht die zweite Runde, ja. Können wir noch viel anderen Quatsch machen, ne? Weil nun, weil wir die neuen Rollen der Herausforderung fertig haben, müssen wir ja nicht aufhören. Was ist denn hier schon wieder? Was ist hier los? Was ist das für ein Quatsch? Ich habe keinen Bock auf die Wertgegenstände hier. Das ist doch... Den Mist hatten wir doch quasi schon mal. Kommen die Wölfe nicht hier hin? Doch, die kümmert sich um den. Sag mal. Okay, da sind die Wertgegenstände, oder was? Oh Mann. Ich wollte doch nur... Ich wollte auch nur das Fossil einsammeln. Obwohl, das geht ja vermutlich trotzdem, oder? Muss doch irgendwo sein. Jetzt kann ich hier nicht graben, weil ich die Wertgegenstände habe. Ist ja wohl nicht dein Ernst, oder? Kann ich die Wertgegenstände verlieren, wenn ich schwimme? Also, ich könnte hier graben. Ah, Moment mal. Wertgegenstände ablegen. Weil ich komme hier doch nicht für wieder. Das mache ich doch im Leben nicht. So. Und wo geht's überhaupt hin? Ach, das ist ja um die Ecke.
kann man das mal machen. Das war jetzt ja nicht ganz so schlimm. Gut, es lohnt auch kaum, ne? Dann geht's schon wieder ab nach Hause. Nee, liebes Hündchen, jetzt habe ich keine Lust mehr. Dann holen wir uns dieses Fossil auch noch. Und dann sollten wir die neuen Rollenherausforderungen erledigt haben. Da ist es, sehr gut. Ich zeig's noch mal eben. Genau da. Da seht ihr das 0103. Damit haben wir die neuen Rollenherausforderungen für heute erledigt. Dann kommen wir jetzt zur Madame. Ah, hier ist das. Das nehmen wir natürlich auch noch mit, ne? Ja gut, da sind sie auch schon wieder 23 Minuten. Dann auf zur Madame. Karten nachkaufen und gucken, was weg kann. Da schauen wir mal. Oh, falsch wissen. Ja, da gab es dann wenigstens 1,5 für, ne? Also XP. But it's worth selling these, as I said, you know. Da ist es nämlich. Gänseeier haben wir. 10 Stück. Mehr kann man, glaube ich, nicht sammeln. Also. One more?
Das mal weg damit. Danke. But the whole set is worth your while. Well, well. The tea leaves told me it would be a good day. Ein bisschen Cash machen hier. Quite mundane, but I will take it. Ah, yes. It is worth seeking this out. Wollen wir ein bisschen die Tasche leeren. Not a bad find. Charming but commonplace. Ah, yes. It is worth seeking this out. Quite. Was sich so alles ansammelt, ne? Very well. I pay more for the whole set, you know. That. But the whole set is worth your while. Very well. I pay more. Wir müssen unbedingt Schatzkarten abarbeiten. I confess, I underestimated you. Charming but commonplace. Dann eben nachkaufen. Good luck then. I am sure this will be a most productive partnership. Können wir mal gucken. Wie eine Schatzkarte haben, die in der Nähe ist. Das wäre hier auch, ne? Tja. Ach, das und das doch hier. Mal Gold und Geld holen. Noch merke ich hier nix. Aha. Hier irgendwo muss es sein, glaube ich. Jetzt wird es hier schon weniger. Da unten. Dachte ich, da ist es doch. Ich da sagen. Ja gut. Da gab's auch schon mehr, ne? Dann machen wir jetzt die nächste Karte. Oh, Moment mal. So, heute wird. Na klar. Hole Whisky. Oh, jetzt die nächste Pulle auf. Nächste Pulle. Die nächste Karte auf. Hier. Zack. Ist ja quasi fast auf dem Nachhauseweg.
Drei-Sterne, den müssen wir mitnehmen. Denn jetzt hier in der Händlerwoche, da lohnt das ja mal richtig. Das werden wir jetzt auch erst wegbringen. Dann, wenn uns da hinten an der Hütte wieder ein Bär begegnet, dann können wir da nämlich auch noch das Fell mitnehmen. Ja, hier muss man auch treffen, ne? Damit der Kompagnon ja auch genug zu tun hat, ne? Da seht ihr da oben schon, ne? Das bringt's jetzt gerade richtig. Jetzt bestellen wir aber die Vorräte. Damit er weiter arbeiten kann. Und dann bin ich mal gespannt, wo hier diesmal der Schatz ist. Irgendwo hier ist er schon. Hier wird's weniger. Ist ja auch so ein bisschen unübersichtlich hier, ne? Da ist er. Ja, goldtechnisch hat das zumindest gelohnt, ne? Geldtechnisch war das jetzt auch nicht so pralle. Ach komm, dann gucken wir bei den netten Leuten hier mal eben. Da noch irgendwie eine Karte rumliegt, wo ich gerade hier bin. Die nehmen wir mal ein Stück mit. Das Taschenhörnchen nehme ich auch noch mit. Ach so. Da müsste ich doch... Oh, das hat nicht geklappt. Ich wollte das nämlich eigentlich hier die Hühnchen sprengen. Weil irgendwie gab es doch mal eine Auszeichnung, wenn man hier mehr als zwei Tiere gleichzeitig oder so ähnlich. Das
Tja, oder auch nicht. Tja. Oder ich habe das schon oft genug gemacht. Nix wie weg hier. Vor die Dame da. Da kann man irgendwie, glaube ich, auch lustige Missionen annehmen. Da hätte ich aber momentan gar keinen Bock drauf. Wie? Habe ich den nicht richtig getroffen? Doch. Dann spenden wir das hier auch noch. Und dann können wir auch in Ruhe Schluss machen für heute, oder? Ohne Ziege bringt's aber gar nicht, ne? Good stuff. Ah, you're back. Take care. So, wenn ich mal ein bisschen was essen hier. So, jetzt freut sich der Hund nochmal. Dann wollen wir mal gucken, ob es jetzt was wird hier. Ja, jetzt geht's sofort. So muss das sein. Dann checken wir das nochmal eben. 5 Sachen sind noch offen. Also andere Spieler fotografiert, Friseur, könnte man noch machen. Aber wir hier heute nicht mehr. Das war der zweite Teil am Sonntag. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal, lasst mir ein Like da und schreibt da bitte was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bei Father and Son, play for fun.